Im Europawahlkampf setzen alle Parteien beim Stimmenfang nicht zuletzt auf Wahlplakate. Diese werden aber auch zum Teil beschädigt, beschmiert oder abgerissen. Nach einer Auswertung der Berliner Polizei, die Welt vorliegt, sind bisher vor allem Plakate der rechtspopulistischen AfD von Vandalismus betroffen. Demnach wurden in der Hauptstadt bislang 862 AfD-Wahlplakate beschädigt oder entwendet. 839 dieser Sachbeschädigungen gelten als politisch motiviert. 23 werden der allgemeinen Kriminalität zugerechnet. Wenn Wahlplakate mit politischen Parolen beschmiert würden, handle es sich um politisch motivierte Kriminalität. Würden sie einfach nur heruntergerissen, zähle das als allgemeine Kriminalität, erklärte eine Sprecherin der Berliner Polizei.